Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet doch einfach das Video und weiter geht's in unserer wunderschönen Stadt, in der wir in der letzten Folge das Stadtzentrum gebaut haben, das, wie es mir jetzt auffällt, wirklich gelungen ist, muss ich sagen. Also ich nehme das jetzt einen Tag nach der letzten Folge auf und wow, das sieht wirklich gelungen aus, muss ich sagen. Ich bin da wirklich stolz auf mich, Leute. Wir haben schon wieder ein bisschen Wohngebietnachfrage, aber ich glaube, das können die Jungs selber stillen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die aufleveln soll, wenn die eigentlich alles haben. Einzigartige Gebäude eigentlich, ich meine Freizeit, Transport haben die auch, Bildung, so halb. Ja, doch, Bildung haben die eigentlich auch, Feuerwehr, Polizei haben die, Arzt auch. Alright, die haben überhaupt keinen Friedhof. Maybe this is the problem. Und Müllabfuhr haben die auch nicht. Das ist jetzt schlecht, ne? Ja, soll ich hier eine Straße machen? Eine Einbahnstraße am besten, ne? Damit hier niemand von so in die Industrie fährt. Ja, jetzt ist die Reichweite besser. Jetzt dürfte die Reichweite besser sein, Leute. Denn ich will nicht, dass die armen Dinger hier einfach so über die Autobahn fahren müssen. Das wäre nicht so nice, Leute. Was ich komisch finde, die können durch diese Kreisverkehre durch, aber die können nicht auf den Highway. Das ist richtig komisch. Also sie können das, aber irgendwie wird das nicht so angezeigt. Ja, Leute, der Kreisverkehr macht langsam ein bisschen Probleme. Deswegen hätte ich die Industrie auch gerne woanders. Ja, heute würde ich gerne unseren wunderbaren Park anfangen, der, wie ich jetzt entschieden habe, am besten ein Zoo sein sollte. Weil ich Zoos auch so gut wie noch nie richtig gebaut habe. Im Umfang. Und so ein Zoo ja wahrscheinlich auch ordentlich Besucher anlocken wird. So, nehmen wir hier das Zoo-Haupttor. Bam! Da schalten wir schon die ersten Sachen frei. Die ersten Gehege, ein Antilopengehege, ein Vogelhaus und ein Elch- und Rentiergehege. Nuss. Dann würde ich noch ein paar Nebentore einbauen. Unter anderem hier. Und da. Wohl am nicesten wäre es, wenn die Nebentore hier einfach miteinander verbunden wären. Jetzt hast du keinen Strom. Muss ich nochmal wegstellen. So, aber wieso hat der keinen Strom? Haben wir jetzt Strommangel? Wenn ja, müsst ihr mir das nochmal kurz anschauen. Haben wir gar nicht. Was ist denn scheiß Problem? Ach, jetzt. Wow, was war das? Ich müsste nochmal hier die Wasserversorgung ein bisschen erweitern. Damit alle Zoogebäude auch schön Wasser haben. Denn sonst wäre es nicht so nice. Nice. Da, ich mach einfach. Mach einfach den ganzen Kreisverkehr voll. Einfach weil ich es kann. Haha. So, jetzt haben wir hier so einen straighten Weg durch. Und Wohngebietnachfrage haben wir auch. Weilbaum. Grade doch einfach ab, Leute. Das wird uns das allen leichter machen. Dann sehen eure Gebäude schöner aus. Was ich toll finde. So, wir haben auch schon wieder Gewerbegebietnachfrage. Meine Fresse. Ach, Leute. Was ist denn euer Problem? Wieso mögt ihr Gewerbegebiet so gerne? Mache ich einfach hier Gewerbegebiet an den Straßen. Und hier auch. Wird ja wahrscheinlich noch von Nutzen sein. So. Dann legen wir weiter den Parkweg. Und ich gucke mal, dass ich den hier in der Mitte habe. Genau. Mache ich hier nochmal so einen Weg. Perfekt. Und wir haben auch wieder genau die richtige Anzahl an Gebäuden. Hier ein Zooplatz. Dann hier ein Zoo-Café. Das können wir auch nochmal hier hinklatschen. Ein Souvenirladen. Machen wir einfach mal hier so in die Mitte.
Und Toiletten hier so und da. Und jetzt weiter mal ein paar Wege legen. Denn obwohl, warte. Ich hätte eins der Gehege gerne. So. Ach du Kacke, sind die Dinger groß. Wieso? So, stimmt, die haben schon einen Weg. Ja, das ist nochmal so ein kleiner Nachteil. Die haben einfach schon so einen Weg eingebaut. Ja, wäre natürlich besser gewesen, wenn der jetzt hier eingebaut wäre, ne? Ich versuche den nochmal zu verschieben. So, vielleicht. Es ist okay. Es kommt mir okay vor. Nice. Das Café setze ich jetzt auch nochmal besser dran, damit es näher dran ist. Und ein bisschen besser aussieht, Leute. Kann ich das mit Move-It nochmal ein bisschen. Sieht das zu broken aus? Wahrscheinlich. Da mache ich es lieber so. Ja, das nächste Gebäude dann. Es ist wirklich ein bisschen Nachteil. Ach, guck mal, das hat jetzt keinen Weg dran. Das wunderbare Vogelhaus. Schauen wir uns auch gleich alle nochmal an. Denn die sind ja ziemlich nice, Leute. Können auch hier so Wegverbindungen machen, macht aber wenig Sinn. Sonst brechen da noch Leute ein. Und das wollen wir ja natürlich nicht. Warte, das Gebäude hat ja wahrscheinlich auch wieder einen Weg dran. Oder? Nö. Okay. Dann bauen wir den Weg nochmal. Den Weg. Was ist das überhaupt? Platz im Park, ne? Ja. Den habe ich ja schon. Perfekt. Perfekt. Den Weg kann ich dann erstmal wegmachen. Und ich finde, der Zoo sieht dann erstmal ganz okay aus. Die Pflege dürfte ja auch ganz in Ordnung sein. Wir machen natürlich wieder gratis. Die ganzen Zoo-Richtlinien machen wir auch. Damit der ein bisschen beliebter ist, Leute. Und da könnt ihr da auch schon reingehen. Ein Elch hat meine Schwester gebissen. Was? Lol. Ja, wow. Wie auch immer du da reingekommen bist. Ich meine, es gab noch keinen einzigen Besucher. Bist du das, Chirpy? Hast du ein eigenes Vogelhaus? Ach, lol. Leute, was ist denn? Ein Lob für die Antilopen. Ha, ha, Witz. Habe ich die letzte Stufe hier eigentlich schon verbaut? Stufe 3? Nee. Als letztes haben wir... Nee, Schiffschaukel, hatten wir die schon? Nein. Wir haben Schiffschaukeln, eine Geisterbahn und Autoscooter freigeschaltet. Okay, Schiffschaukel klasse ich dann mal hier hin. Und hier hin. Geisterbahn. Oh, die ist groß. So. Am besten wäre sie natürlich in so einer Ecke, aber da passt jetzt gerade schlecht hin. Lol, guck mal, wenn man da so reingeht, sieht man nochmal, wie sich das Ding dreht. Und ein Autoscooter. Way. Wir müssen uns den Park nochmal richtig anschauen. Ich habe das noch nie richtig gemacht. Aber es sind wirklich viele Leute unterwegs. Wieso ist hier so detailliert gemacht? Ich verstehe es nicht. Ist natürlich ein bisschen unrealistischer Park. Ich meine, das ist ja einfach so ein Wald, wo ein paar Sachen reingestellt sind. Aber es sind ordentlich Leute unterwegs. Lol. Macht das hier Rollercoaster-Tycoon-Geräusche? Kommt mir ein bisschen so vor. Aber es sieht eigentlich ziemlich schön aus hier. Und hier noch mal so ein geschwungener Weg, wo das Kinderkarussell ist. Wo erwachsene Leute drauf sitzen. Da sitzen ausschließlich... Nein, da ist noch ein Kind. Aber wieso sitzen da erwachsene Leute drauf? Nice, Alter. Leute, wir haben einfach schon 10.000 Einwohner. Das ist so heftig. Und wir haben schon wieder Wohngebiet-Nachfrage. Wollen die denn alle in dieser Innenstadt leben? Und wieso sind die alle noch auf erster Stufe?
wenn ihr verdammt nochmal so eine riesige Innenstadt bei denen ist, die eigentlich mega schön sein sollte. Weil die haben doch alle Freizeitabdeckung des Todes. Ja, so viel dazu. Ach, Menno. Das wusste ich nicht. Wird der Zoo schon benutzt? Ja, der Flieder. Flieder Universitätszoo. Nein, das ist ja Palma Zoo. Weil mir nichts Besseres einfällt. So, schon 6 Besucher diese Woche. Muss sagen, das sieht schon schön aus. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das ist mir egal. just kidding. Aber wirklich, wann leveln sich diese Dinger mal auf? Der ist kurz davor. Eure Steuern stehen weit unten. Oh, wir haben Züge? Das ist einfach nur Züge. Haben wir bei 8000? Wir haben bei 8000 aber mal Züge freigeschaltet. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe da nur... Oh, wir haben da auch Hightech-Häuser freigeschaltet. Ja, kein Wunder. Recycling mache ich noch. Aber Hightech-Häuser ist halt so... Da haben die Häuser halt einen höheren Bodenrichtwert. Und das ist ganz nice. Was ist Planung für Industrieflächen? Verdoppeln die Waren, die produziert werden. Nein, nein, nein. Oh Mann, was ist denn hier mit dem Verkehr los? Wieso wollen alle in einer Straße rein? Ganz praktisch wäre es irgendwie, wenn ich hier in so eine Straße reinführen könnte. Leute, beruhigt euch doch mal. So. Mit Road Anarchy. Damit auch mal manche da ausfahren vielleicht. Vielleicht soll ich auch mal hier eine Ausfahrt hinmachen. Ah, so viel dazu. Geht es mit der kleinen Straße? Ja, perfekt. Auch ein neuer Platz für Gewerbegebiete. Ja, zumindest ein bisschen. Okay, stimmt. Ich sollte vielleicht mal das Viertel auf den Zoo erweitern. Es gibt ja so manche Mechaniken in diesem Spiel, die keiner richtig kennt, die auch nie offiziell von den Entwicklern bestätigt wurden. Irgendwie so, dass wenn irgendwas Freizeitmäßiges im eigenen Stadtviertel ist, dass das irgendwie dann besser ankommt oder sowas. Soll es wohl angeblich geben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann es nicht bestätigen. Ich bin nur der, der es ausprobiert. Ja, okay, dieses Stadtviertel ist dann doch nicht mehr so schön im Anmalen. Das liegt nur an diesem anderen Viertel, das direkt neben uns ist. So, jetzt gehört der Zoo auch zur Innenstadt. Oh. Ja, schlecht, ne? Okay. Dann mal weg damit. Bitte sehr. Aber wir haben echt viel Nachfrage danach, was ein bisschen scheiße ist. Ich hoffe aber jetzt auch echt mal, dass die Häuser ein bisschen aufleveln, wenn wir Hightech-Häuser drin haben. Müssten sie doch eigentlich, Leute, oder? Dann steigt doch der Bodenrichtwert. Aber ja, vielleicht sollte ich hier nochmal so ein Gebiet hinmachen. Lol, genau passend. So ein Gebiet hinmachen, so ein ganz kleines... bei dem nochmal ein bisschen Gewerbegebiet bei rumkommt. Und wir dürfen nie vergessen, immer wenn wir irgendwas setzen müssen, wir gucken, ob das auch wirklich... Oh, nicht da. Ob das auch wirklich im Viertel drin ist. Denn sonst sehen die Spezialisierungen nicht so nice aus. Heule, Witzka. Sind die Dinger eigentlich laut? Nur die beiden einfach. Ja, okay, arbeiten auch Leute drin. Das sieht man einfach nur so genau so. Alle Sachen, die ich aus dem Steam-Workshop runtergeladen habe, sind einfach nicht so laut. Levelt ihr mal ab? Levelst du gerade ab? Du levelst gerade ab. Alter, sieht auch schon wieder viel schöner aus. Guck mal, das ist wieder so schönes Gras. Ich liebe das. Die Green Cities Gebäude sehen so schön aus. Spezialisierungen sind einfach klasse, Leute. Bald habt ihr mir ja alles vollgebaut. Wir sind auch schon fast 11.000 Einwohner. Das ist so heftig, Leute. Einfach so nice, aber verkehrstechnisch läuft es aber auch
Für den Arsch. Was ein bisschen kacke ist. Und da ich noch nicht so alt bin, dass ich einen Führerschein haben kann, weiß ich halt auch nicht, wo sich eine Ampel gehört und wo nicht. Und ich weiß, ich habe meinen Fahrradführerschein gemacht. Aber ich habe den nicht verlernt. Also ich habe ihn verlernt. Ich habe ihn nicht verlernt. So eine Ampel in so einem Kreisverkehr? Oh, ja. Da wollte ich jetzt schon eher eine Einbahnstraße mal machen. Also ja, verpisst euch. Oh, ja. Falsche Richtung. Verpisst euch. Ihr dürft da nicht lang. Lol, jetzt drehen alle um. Nice, Alter. Oh, ich wollte keine Straße in der Hand haben. So, mache ich mal so. Dass die meisten einfach nur Stoppschilder haben. So. War sowieso nicht. Damit jeder weiß, wer hier Vorfahrt hat. Und wird der Zoo gut besucht? Oh, auf jeden Fall. Ich habe ja nicht die Zeit beschleunigt und kein Wasser. Nice. Hallo Leute, ich hoffe, die Innenstadt wird schön. Ich hoffe, sie wird richtig nice. Ich wollte ja rumherum so IT-Cluster bauen. So. Wieso baue ich mit Einbahnstraßen? Das ist ja nicht so nice. Hier ist dann halt noch so ein bisschen Platz. Aber auch egal. So, stimmt. Wohnviertel. Oder einfach nur Stadtteil. Was auch immer. Da kommt jetzt noch ordentlich IT-Cluster hin. Denn die Dinger sehen schön aus. Und produzieren auch ordentlich. Soweit ich weiß. Aber wie ihr seht, die haben da echt nicht viele Varianten für IT-Cluster gemacht, was ein bisschen scheiße ist. Aber das ist ja auch wieder nicht so schlimm. Finde ich zumindest. Palma Zoo. Aber Besucher letzte Woche 20 einfach. Einfach 20, Leute. Das ist so heftig. Und diese Straße hier einfach. Die ist irgendwie voll witzig. Vor allem dieser Übergang. Voll all. Und Mickey Land, Besucher 61. Meine Fresse, der Zoo kommt langsam an dich ran, Mickey Land. Mickey Land. Wieso fahren hier so viele Leute lang? Oh, da wird schon IT-Cluster gebaut. Dann erweitere ich nochmal ein bisschen das Grid dieser wunderbaren Stadt. Ich hätte aber auch gerne mal ein bisschen organischen Teil. Und diese Industrie, die hätte ich auch gerne mal weg. Die hätte ich gerne mal woanders. So, wie sieht es in Sachen Müll aus? Klasse. Diese Dinger machen zwar immer noch Verschmutzung. So, weg mit denen. Ja. Ich weiß halt nicht, was wir da hinbauen sollen. Ich hätte den Kastanienpark da eigentlich gerne mal weg. Weg mit der Industrie. Ich weiß nicht, was da hin soll. Vielleicht so ein Bürogebiet, das einfach nicht zur Innenstadt gehört. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Einfach so, dass wir das hier mal ein bisschen verbessern. Denn dieser Teil ist ja ausschlaggebend für unsere ganze Stadt. Okay, keine Industrie mehr übrig. Würde ich sagen, machen wir nochmal ein bisschen die Bäume hier weg. Denn die sehen kacke aus. Zumindest bei dieser Kackverschmutzung.
Und Asphalt. Muss sein. Und immer noch diese Rauchwolken einfach. Gehen die weg? Ja, die gehen weg. Was auch sonst. Ja, ihr Wagen. Ihr könnt es mal umkehren. Hier ist keine Industry mehr. No Industry. Denn ich hätte auch gern, dass dieser Eingang dann auch mal mit der Innenstadt verkuppelt ist. Damit nicht nur alle, die in die Innenstadt wollen, über diesen einen Kreisverkehr reingehen. Und langsam gibt es hier wirklich einige Level-Ups. Das freut mich, aber es dauert ja sowieso immer eine Weile. Wie es dann alles geregelt ist. Müll ist hier eigentlich voll okay. Gesundheit auch, Feuerwehr auch, Polizei auch. Aber wir haben halt neue Gesundheitsgebäude. Vielleicht werden die benötigt, um die Gesundheit zu erhöhen. Bietet Bürgern mehr Trainingsmöglichkeiten. Ich mache es einfach mal. Oh mein Gott, die neue Sporthalle hat einen großartigen Basketballplatz. Das ist eine Halle. Sporthallen haben für gewöhnlich keine Basketballplätze. Und da ist kein Wasser. Wieso fange ich jetzt wieder an zu singen? Ich kann es überhaupt nicht. Auch wenn ich es gern können würde. Singen ist klasse, Leute. Dann arbeiten wir noch ganz kurz das Stadtviertel und würde ich sagen, was ist auch schon für die Folge. La la la. War jetzt vielleicht etwas kürzer oder länger oder Gott weiß was. Kommt mir irgendwie nicht normal vor. Bin jetzt gerade in der Aufnahmesession. Wenn ich das gerade aufnehme, ist nicht mal Folge 4 raus. Hm? Und das ist jetzt... Das ist jetzt schon hier, keine Ahnung, die wievielte Folge das ist. Dürfte Folge 7 oder 5 oder Gott weiß was sein. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Leute. Woo!